Herzlich willkommen zurück bei WIP. Ich bin's, der Berger. Heute ein schönes, leichtes, sommerliches Gericht. Bisschen spritzig, bisschen juicy, was für die Ladies. Vegetarisch, asiatisch. Ihr werdet gleich erfahren, worum es geht. Die Grundlage dieses Gerichts sind Reisbandnudeln. Die sollte es eigentlich in jedem gut sortierten Supermarkt geben. Dazu haben wir etwas Sesam. Ja, als Gewürze brauchen wir wirklich nur Salz und Pfeffer. Ich habe mich heute für weißen Pfeffer entschieden. Es müsste weißer Pfeffer sein. Ja. Ein bisschen Honig für die Soße, ein bisschen Sesamöl für die Soße, ein bisschen Sojasauce für die Soße, ein bisschen Orangensaft, ein bisschen die gute alte Sriracha-Soße und ja, gemüsetechnisch, wir separieren hier zwischen den frischen Sachen und den angebratenen Sachen. Das bedeutet, wir werden die Zucchini zusammen mit den roten Zwiebeln etwas anbraten. Ein Teil davon lassen wir noch ein bisschen zurück, die machen wir dann frisch rein. Wie die Petersilie, die übrigens optional ist. Ich probiere mich heute mal aus. Beim letzten Mal, als ich es zu Hause gemacht habe, habe ich nur mit Koriander gearbeitet. Aber ich mache noch mal ein bisschen Petersilie ran, schmeckt für mich eigentlich immer ganz gut. Und ja, Zitronensaft kann man benutzen. Wir werden heute großteilig Limetten benutzen, aber Zitronen kann man halt auch benutzen. Limetten sind derzeit ja gerne mal vergriffen im Supermarkt. Und noch eine Chili oder zwei für den Spice-Faktor. So, fangen wir einfach mal an, ein paar Zwiebelchen zu schneiden und die Zucchini auch. Wir nehmen jetzt einfach mal die Nudeln und packen die rein. Auf der Packung steht 6 Minuten, auf einer Stelle sogar mal 8 Minuten, also das ist, glaube ich, zu viel. Ich würde sagen, 5 Minuten sollten da reichen. Wir testen das nochmal. Kann mal jemand einen Timer stellen von euch? Bombastisch, Jungs, sicher die besten. Dann nehmen wir hier mal die Zucchinis und packen die hier rein. So. Ich finde, in asiatischen Gerichten müssen die Zwiebeln auch nicht immer so mega klein sein. Es reicht, wenn man da so einmal rüber geht. Ja, Mann, dann fangen wir jetzt mal an, hier die Pfanne abzufeilen. Sesamöl. Öl ein bisschen, hey! Sesamöl sehr geschmacksintensiv. Hätte man jetzt auch gar nicht so viel reinmachen müssen, aber gebe ich keinen Scheiß. Aber wir wollen ein bisschen mehr Geschmack, ein bisschen mehr ölige Situation hier hervorrufen. Deswegen mixen wir das nochmal mit ein bisschen Rapsöl. So. Wir testen jetzt, ob die Nudel gut ist. Schmeißt man die nicht gegen irgendwelche Schränke oder so? Ja, die klebt. Das ist doch das Zeichen, dass es funktioniert. Ja, geil. Das heißt, sie sind gut. Siehst du, 5 Minuten? Meine Theorie war richtig. Wir testen das mal an hier. They're just about right. Okay, let's go. Und jetzt ist der Scheiß auch schon. Geil, mit der Brühe war eine gute Idee mal wieder von mir. So, zack. Right, ja. Bisschen Soy Sauce können wir eigentlich auch schon dran machen. Pepper. Ui, das duftet schon gut. Dann machen wir uns mal an die kalten Salatbeilagen. Ja? Einfach Tomate. Hier einmal so. Wird die geviertelt. Immer schön, wenn verschiedene Zutaten verschiedene Formen haben. Das gibt der ganzen Sache auch nochmal irgendwie einen schönen Twist. So. So, jetzt packe ich mal hier die Tomaten rein und jetzt geht es schön an den Koriander. Oh Mama. Dafür haben wir sogar was noch viel krasseres. So ein schönes Wiegebeil nennt man das, glaube ich. Das ist auch immer was sehr Feines.
Und dann machen wir den. Wir atomisieren den Burger jetzt. Langsam kommt das Korianderhaken auch dem Ende nah. Das riecht richtig geil, Digga, Raik. Das hast du gut erkannt. Das riecht richtig, richtig geil. So, machen wir den Scheiß mal aus. Zack. Oh, Junge. Fresh, fresh. So bombastisch. Das kommt hier langsam zu einem Ende. Ja, dann machen wir noch mal ein bisschen Petersilie, würde ich sagen. Müssen wir mal nicht die ganze nehmen. Da reicht, würde ich sagen, da reicht die Hälfte. Wir haben schon genug Kraut im System. Boah, das ist so ein frischer, saftiger, knackiger Sommersalat. Und jetzt nehmen wir nochmal die Limetten. Die waschen wir nochmal auch mal kurz ab. Kann ja nicht wissen, wer da seine dreckigen Pfoten dran hatte. So, und jetzt geht wieder der Spaß los. Also es ist auf jeden Fall viel Schneide- und Reibearbeit. Ja, wir reiben wieder ein bisschen die Limette ab. Bekannt aus Folge 1. Legendär. Jetzt schon. Keine Müdigkeit vortäuschen. Es ist nicht besonders viel Material an der Limette, aber das ist so potentes Material, dass es die Geschmacksknospen zum Beben bringt. Boah, Bombe, jetzt haben wir hier die Essenz, Mann! Junge, müsste ich auch pegeln. Was? Achso. Digga, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist in meiner Throat. No homo. So, getrocknete Chili diesmal. Schön. Oh shit. Die zerspliesen dir schon in der Hand, Alter. Musst du gar nichts machen. So, die Soße. Wir nehmen ein bisschen Orangensaft. Ein bisschen von dem guten Sesamöl. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ein paar Trapfruits. Ja. Hört sich vielleicht jetzt auch ein bisschen an einer komischen Kombo an. Dann nimmst du Sriracha. Also der Orangensaft sorgt quasi für die Freshness in dem Ganzen. Ne? Man kann auch Mangosaft nehmen. Letztes Mal, als ich das zu Hause gemacht habe, habe ich Mangosaft genommen. Dann helle Sojasauce. Ja. Und Honig. Einen guten Dash. So, reiben, damit die Juices besser schon vorgespleased werden. So, zack, Rinder. So, die Nudeln, Kinder. Rein in den Part. Dann kommen hier die schönen Zucchini mit den Zwiebeln. Die sind mittlerweile auch schon auf Zimmertemperatur abgekühlt, nicht zu heiß. Ja, wir wollen ja nicht, dass das weiter kocht. So. Dann kommen jetzt hier, oh yeah, der frische Scheiß. Wir nehmen alles mit. So, jetzt kommen hier für den Flavor die Chilis und die gute Limettenschale. Mmh. Jetzt kommt hier unser geiles Dressing. Dann noch ein bisschen Sesam schon mal rein hier. Und jetzt wird das Ganze gut durchgemischt. Oh, Junge, das sieht so geil aus. Oh. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht stöhne. Da ist was daneben gegangen. Boah, aber das wird. Wenn, Alter, wenn schnatzig ein Bild wäre. Ist dieser Anblick. Natürlich hätte man auch noch geröstete Erdnüsse ran machen können. Man kann sich da wie immer frei ausleben. Wir haben uns heute für diese Variante entschieden. Und ich würde sagen, jetzt geht es erstmal ins Auftun. Und dann wird das Ganze nochmal garniert. So. Garnieren wir das Ganze nochmal schön mit Sesam. Ja, Kinder. Und wenn das mal nicht unfassbar sexy aussieht, Alter. Weiß ich auch nicht. Guck
Komm mal nochmal ran, zieh dich jetzt nochmal rein hier. Was super geil ist für einen heißen Sommertag, wenn man mit seinen Leuten in der Wohnung sitzt und sich denkt, scheiße, es ist so ein heißer Sommertag, dann holt man sich die frischen Gürtel vom Supermarkt und dann wird gekocht, Leute. Lasst es euch schmecken, ihr kleines Biese.